Kampf. Vertrau mir, komm. Jetzt jeder auf die Fresse gefallen, der es gemacht hat. Tada, hier ist er. Oh lol. Ich bin immer nicht nachgelaufen, weil ich dachte, du wirst ihn nicht finden. Ja. Und der ist eigentlich immer, wenn du generell auf die Karte dann guckst, bei der Oase, der Übergang hier immer oben rechts. Weißt du? Nicht genug Geisteskraft. Und da ist er down. Ah, ich steige da jetzt natürlich hinab. Oder hinauf, oder öffne die Tür einfach. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Sehr schön. Tor geöffnet. Uralte Wasserstraße. Wir müssen natürlich erstmal hier. Genau. Kaiser Hakan? Das Ding wegmachen. Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Vega als Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um cooles Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter den Wasserfall kontrollieren. Okay. Die zwei Hebel müssen wir jetzt finden. Ja, das hier ist relativ linear gehalten. Jetzt erst einen Weg, der offen ist, und dann kommt man von dort aus zum zweiten Hebel, wenn man den hier aktiviert hat. Dann kommt man auch direkt wieder zurück. Dann im Prinzip am Ende ein geschlossener Kreis, der Weg. Und von dem her recht easy. Also bei mir ist schon mal nichts. Ja, bei mir sind drei Wege offen. Und der gelbe Pfeil ist da. Toll, bei mir ist ein kompletter Reihenfolge gewesen. Oh, Gegner, versperrt mir nicht den Weg. Das machen die gerne. Mhm. Noch nicht bereit. Okay. Ich hab den Weg gefunden. Aber nur zu einem. Ach so, wir müssen da durch. Ja klar, hab ich doch gerade eben erzählt. Ja, ich dachte, da wären die Hebel wären hier irgendwo. Troll. Nee, nee. Wir müssen einfach durchlaufen quasi. Also man muss die Hebel nicht mal suchen. Einfach durchlaufen. Ah, okay, und dann hier. Der erste. Genau, und von dem aus kommen wir sogar direkt zum zweiten. Ja, genau, hast du erzählt. Genau. Stimmt, ja, wenn ich dir zuhören würde, dann würde es auch klappen. Ja, ist kein Problem. Aber da du so oft unnötiges Zeug erzählst, dann lasse ich das einfach mal weg, das Zuhören ab und zu. Kein Problem, wie gesagt. Ach du, wo ist? Hauptsache, es klappt am Ende. Genau. Hauptsache, wir finden am Ende dann einen Weg. Nächste Sackgasse. Och, Gegner. Könnt ihr mich nur angreifen, ihr doofen Feinde. Das ist jetzt so der kleine Nachteil, wenn man auf Qual spielt. Viel zu viele Gegner. Die nicht mal Schaden machen, von dem her einfach nur lästig. Ja, okay, je nach Equip halt, ne? Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ja? Ja. Okay, bei mir kannst direkt zu mir parken dann. Ja, erstmal die Gegner töten. Ja, ich warte hier vor dem Hebel auf dich. Mhm. Ich teleportiere mich gerade. Ja, sicher. Und bin da. Sehr schön, da ist der Hebel. Und von hier aus kommen wir dann. Genau, hier wieder raus. Nicht zu fassen, dass er mich in ein Fass gesteckt hat. Hier drin ist es wirklich ganz schön unbequem. Nächstes Ziel, tötet die Betrogenen. Okay. Erstmal mit dem Typen. In dem Fass. Da ist ein Typ drin? Nein!
Oder sind es die Monster? Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Ja, dem helfen wir jetzt nochmal kurz. Wie unhöflich von mir. Solange es auf dem Weg liegt. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich kann mir nicht erklären, warum ein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Für mich ist es Sackgasse. Gut. Dann laufe ich bei mir mal weiter, beziehungsweise versuche es gleich, wenn die Gegner mal tot sind. Ja, selber habe ich auch gerade gedacht. Auch hier wieder eine Abzweigung. Ich laufe einfach mal unten weiter. Voll, ich gehe nach rechts. Mit Sackgasse. Keine 5 Meter Sackgasse. Cool. Du machst es gut. Voll toll, ne? Ist mir eine große Hilfe. Lauf für dich die unnötigen Wege. Eha. Ja, bei mir alles. Überall Wege und Sackgassen ohne Ende. Wow. Prost. Ich gehe wie immer rechts lang, woanders als du. Und... Oh, du hast was gefunden? Genau. Ich bin auf dem Weg, kannst ihn ja schon mal töten, den Garvin. Ja, wenn ich mir Schaden machen würde, ne? Und besiegt. Armer junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Geht ihr schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Ich muss den Zauber. So ein bisschen das Blut finden. Wir sind uns ähnlich, ihr und ihr. Um Herrn Kull. Aber diese anderen. Oh, sag bloß, wir sind jetzt. Genau, die trostlosen Sande. Ein Riesengebiet. Im Grunde genommen reines Sandgebiet. So eine kleine Wüste, würde ich sagen. Oder so. Du nach links, ich nach rechts. Umgekehrt. Wir treffen uns oben. Gott zu werden, hat dazu geführt, dass euer Kopf von seinem Körper getrennt worden ist, Kult. Ja, wie vorhin erwähnt, erstmal am besten den Rand ablaufen und quasi dann in die Mitte reinlaufen. So, bei mir ist ein Wegpunkt, damit nehme ich mal. Oh, cool, schon. Ja. Ich sehne mich nach einem. Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Also ich habe bis jetzt nur Gegner gefunden. Ich auch. Die will ich nicht. Nee, nicht wirklich. Oh Gott, vor allem sind es so viele. Oh, bei mir ist ein Schatzgoblin. Töte ihn. Oder so. Ah, ich kann es versuchen. Versuche ihm Schaden zu machen. Oh Mann. Einfach mal ab und zu mal ein paar Gegner töten, damit wir auch was Sinnvolles machen hier. So, da ist der Weg, der ist später relevant. Bei mir war jetzt nichts, ne? Also ich bin jetzt auch nur am Rand entlang gelaufen. Aber angezeigt hat er schon mal gar nichts. Das scheint wohl alles innen zu sein. Ja, so relativ wahrscheinlich. Ja. Ich laufe jetzt mal wieder zu dir. Bin nämlich oben schon angekommen. Ja. Und da bist du. Nein. Er hat mit einer Million HP überlebt. Von? Von 57. Oh. Ja, jetzt bin ich traurig. Ganz, ganz traurig. Aber heul nicht. Mein Bestes. Ich laufe nochmal so Richtung Mitte. Auch, nur in die andere Mitte. In die Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Ja. Bei mir ist die abscheuliche Höhle, die brauchen wir aber nicht. Lohnt sich ja, wenn du was findest, was wir nicht brauchen. Ja, ne? Dachte ich auch gerade. Da findest du eine Höhle von 3? Genau, die brauchst du nicht. Ah, was will man tun? Die sind sogar anscheinend wirklich beide unten. Was ein Zufall. Ah, bei mir ist eine. Oh, cool. Ich geh schon mal rein. Wenn du willst, ja, suchst du die zweite noch und dann
Genau, ich klappe oben noch die Map ab. Dann schauen wir mal. Vielleicht chill ich dann auch einfach mein Leben in der Base. Oh ja, so wie du sonst tust in anderen Spielen. Laut Aussagen von anderen natürlich nur, ne? Natürlich. Ist ja nichts Offizielles hier. Ich hab's Assassinengewölbe gefunden. Sehr schön, das war halt. Jetzt noch das Blut von dem Typen finden. Ja, ich warte hier draußen auf dich. Brauchst du noch lange? Warte doch zu mir. Kann ich gerade nicht, weil ich 2 Champ-Packs und eine Elite am Arsch hab. Und töte die. Bis dahin ich bin dabei. Bis dahin dürfte ich oben sein. Ach ja. Alter, wie lästig die ganzen Gegner. Krass. Warum halten die wirklich nichts aus? Ja, das ist, macht Spaß. Ich gebe gute Erfahrungspunkte. Und ihr seht, die Map ist wirklich enorm lang. Oh, hier ist ein Elite. Dann töte ihn. Ich bin noch dabei. Sehr schön. Der Porte zu dir. Mhm. So, Elite ist hin. Ich muss gucken, ich weiß nicht, welcher Weg der richtige ist. Ja, ich geh nach rechts einfach. Mal gucken. Oh, ein Schatzgoblin. Bitte? Schatzpipmir. Fast das gleiche, nur der Name ist anders. Oh, der entkommt sogar wahrscheinlich. So schlecht wie ich bin. Ja, du machst halt einfach 0 Schaden. Nee, er ist tot. Oh cool. Wie viel Leben hatte der bei dir? Gesamt? Ja, ja. 45. Hab's nicht ganz gesehen. Okay. Sag mal 40. War nicht viel. Sackgasse. Ach, da ist das Ziel. Da geht's sogar weiter, ja. Dann natürlich gibt's noch eine zweite Ebene. Hier wahrscheinlich ganz. Der allerletzte Weg, den wir langlaufen, das wird er sein. Hier links oben lang. Mhm, ich gehe hier unten lang. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Spürt den Zorn des Ita. Ach komm, Gegner. Das dachte ich auch gerade. Wollen mit reflektiert Schaden und so. Erstmal in der Sackgasse gelaufen, also hier war gar nichts komplett. Krass, wie groß diese Höhle ist. Ich hab die nicht so riesig in Erinnerung. Oh ne? Das ist echt übel. Also bei mir ist eine Sackgasse schon wieder. Das heißt, wenn dann irgendwie bei dir. Erster Weg Sackgasse? Noch ein Weg habe ich offen. Vielleicht habe ich einen Glücksgriff gelandet. Jawohl, beim ersten Versuch. Komm her. Bin auf dem Weg. Dann geh du schon mal nach oben in die zweite Höhle und dann port ich nach. Ich habe noch ein Schild gefunden.